Herzlich willkommen zum Silvesterstadel oder auch herzlich willkommen hier bei der, Funtime Arena. ja, zum letzten Video des Jahres. Ja. Idee und Konzept bei Melanie. Ja, Melanie und ich, wir dachten, wir melden uns nochmal kurz vor dem Jahreswechsel bei euch, ganz intim von zu Hause, entweder ja, das letzte Video in diesem Jahr oder? Das erste im Jahr Genau, je 2024. nachdem, wann ihr es guckt. Und ja, wir wollten uns einfach nochmal kurz melden. Erstmal hoffen wir, dass ihr die Weihnachtstage gut verbracht habt, ne? Bei uns war es Schön. schön. Ja. Schön. Viel Familienzeit gehabt. Wenig Internetzeit. Muss auch mal sein. Ich weiß, in den letzten Jahren habe ich an Weihnachten oder an Silvester immer nochmal Livestream gemacht. Ist in diesem Jahr nicht so. Es wird aber auf jeden Fall nochmal Livestreams geben. Vielleicht machen wir auch hier einfach mal so ein Livestream. So. Können wir auch mal machen. Ohne jetzt Studio. Einfach mal so. Müssen wir mal Von gucken. der Couch aus. Genau. Wir wollten noch mal ganz kurz ein bisschen zurückblicken, ne, auf das Jahr 2023. Und ich blicke noch mal ganz kurz, habe ich mir jetzt gerade überlegt, auch noch mal kurz in das Jahr 2024. Dazu wird es noch mal irgendwann ein Video geben. Aber es wird uns ja auch im nächsten Jahr wieder einiges erwarten an Neuheiten und Achterbahnen. Und darum geht es ja hier. Auch so ein bisschen. Ja. Ja, dann blick mal. Blicken wir erstmal kurz zurück. Ja, 2023 endet anders, als ich es gedacht hätte am Anfang des Jahres. Ich hätte Anfang des Jahres nicht gedacht, dass ich auf diesem Sofa hier sitze. Und ich hätte Auf auch nicht meinem gedacht, auf Sofa. deinem Sofa. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich weiß, wo dieses Sofa steht. Sagen wir mal so. Ja, also wirklich sehr viel erlebt in diesem Jahr. Ich war alleine in Madrid bei einer Eröffnung einer sehr krassen Achterbahn, der Batman-Achterbahn im Park Warner zum Beispiel. Eine sehr spontane Sommertour mit Stefan liegt auch hinter mir. In der Zeit habe ich Melanie übrigens schon kennengelernt. Wieder getroffen. Wieder getroffen, da kannst du ja vielleicht gleich noch kurz was sagen. Und ja. Seitdem ist Melanie Teil des Kanals, Teil meines Lebens und ich werde sie nicht mehr missen wollen. Und ja, es war halt ein sehr kurioser Sommer, wenn man mal so möchte. Wir haben sehr viel erlebt. Wir haben viel erlebt hier auf dem Kanal zusammen. Jetzt auch neuerdings mit Melly. Und ja, es war halt auf jeden Fall ein sehr aufregendes Jahr. Zum Glück in diesem Jahr mal, wenn man so roundabout über alles mal drüber guckt, kein wirklich trauriges Jahr, eigentlich eher ein bereicherndes Jahr für mich jetzt persönlich. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bei mir auch. Ja? Ja. So ein bisschen. Ja, ein bisschen. Soll ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, so ein bisschen kannst So du ein doch. bisschen. Ja. Ja, nach einer nicht so schönen Zeit habe ich dann Ben jetzt im wann? Juni? Juni? 22.07. ist es. 22.07. Ja, da haben wir uns dann mal wieder getroffen nach 14 Jahren. Wir waren, wo waren wir? Rose in Flammen, ne? Haben wir uns das erste Mal dann wieder getroffen, so groß. Naja, offiziell jetzt, wenn bei dir Offiziell wo die haben wir uns auf dem Familie, Spielplatz wieder ja, getroffen. offiziell wo die Familie guckt, war es Rose in Flammen. Davor Ja. waren wir aber schon, haben wir uns ein paar Mal, Ja. wie man so sagt, gedatet. Gedatet. Wir brauchen uns gar nicht so viel daten, wir kannten uns Ja, schon, ja. das ist der Vorteil. Ja, da haben vielleicht auch schon, haben auch einige nochmal auch privat nochmal nachgefragt, weil wir das schon mal hier und da erwähnt haben. Vielleicht so viel. Wir kennen uns seit 14 Jahren. Es war halt auch schon mal, naja. Wir kennen uns, also kennen uns schon ein bisschen mit, ja, ein bisschen intimer, sagen wir mal so. Ja, wir waren halt schon einmal ganz kurz, wenn man so möchte, so zusammen vor Ja, wir 14 waren Jahren. schon mal zusammen. Das war auch nicht nur ganz kurz, es war eine sehr schöne Zeit. Und ja. Dann irgendwie aus den Augen verloren, viele komische Entscheidungen getroffen, aber dann irgendwann nach 14 Jahren wieder getroffen. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier. Ja, und Melli hatte mich dann, glaube ich, auch schon mal irgendwann im Internet gesehen und hat dann gesehen, dass ich diesen YouTube-Kratz hier mache. Ja. Ja, und jetzt bist du mittendrin schon nur dabei. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Melli ist eher so Team Kirmes, wenn man mal so möchte. Aber jetzt auch Team Europapark, wie ihr vielleicht auf diesem Kanal Ja.
gesehen habt. Ja, es tut uns auch sehr leid. Ja, es tut uns auch sehr leid, dass es halt so viele Videos in letzter Zeit aus dem Europapark gibt. Ja, aber meine Jahreskarte muss ich auch bezahlen. Ja, und ich kann euch schon mal versprechen, im nächsten Jahr wird es nicht anders werden. Weil nächstes Jahr haben wir nicht nur eine Jahreskarte, sondern es macht auch nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei Neuheiten auf im Europapark, von denen wir jetzt schon wissen. Es kann vielleicht noch sehr viel mehr kommen, man weiß es nicht. An Shows und so, aber drei neue Attraktionen auf jeden Fall. Ich werde mir das Ganze eventuell auch schon mal vorher noch angucken können. FKF Convention steht ja an, noch vor der Saison. Da bin ich im Europapark und beim letzten Mal, wo wir da waren, konnten wir durch den geschlossenen Park gehen und ich hoffe, dass wir da vielleicht schon was von Voltron sehen. Wie viel man da filmen kann und was man, das steht alles noch in den Sternen. Aber Patrick Marx ist auf jeden Fall schon mal bestätigt worden als Redner von der FKF Convention. Ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und dann natürlich Voltron, ne? Mhm. Freuen wir uns drauf. Ja, und ansonsten, Melanie hat schon gesagt, ihr kribbelt schon wieder in den Fingern. Kirmes, ne? Ist jetzt schon eigentlich halb vorbei. Wir haben heute tatsächlich mal geguckt, ob wir noch irgendwas finden, wo wir hin können. Ja. Ja. Aber wir hätten uns da entscheiden können. Letzter Tag war heute von Krange. Genau, Winterzauber, Wintertraum, Krange, Winterzauber, Krange. Haben wir uns dann doch gegen entschieden. Gucken, Karneval geht's ja los mit den ersten Kirmesplätzen. Die sind so klein, ich glaube, das machen wir noch nicht, aber müssen wir mal gucken. Aber dann kommt ja auch der Osterband. Ja, davor kommt noch ein bisschen was anderes. Ja, also Kirmes wird es auf jeden Fall geben. Mhm. Vielleicht willst du noch was, möchtest du denn eigentlich loswerden in diesem Video? Das war doch deine Idee. Vielleicht hast du ja noch was du unbedingt sagen möchtest, das meinte ich. Nein. Gut, tschüss! Nicht. Nein, ich weiß nicht. Es war meine Idee, ja. Wir wollten einfach nochmal draufhalten. Ja, wir wollten einfach nochmal einen Rückblick schaffen. Melli hat ein neues Handy. Das interessiert die Zuschauer bestimmt so wahnsinnig. Ja, ja, ich habe jetzt ein neues Handy und das macht sehr schöne Videos. Ja, mal gucken, wie wir das hier in den Kanal einbauen können. Ich habe schon gesagt, Melli soll auch ein paar Instagram-Stories jetzt machen mit dem Handy. Wäre halt auch ganz cool. So ein bisschen aufteilen, das wird es auf jeden Fall im nächsten Jahr, wird das noch ein bisschen verstärkt werden. Vielleicht auch, was Audio angeht, werdet ihr uns hier und da dann mal hören. Es geht mit einem bestimmten Format auf jeden Fall weiter. Ich sage da jetzt noch nicht viel zu. Es gibt Leute, guck mal hier, an dem Tisch ist Stahl und es ist Holz dran. Cool. Ja, ich sage da jetzt noch nicht zu, was wir so vorhaben. Nee, würde ich auch noch nicht machen. Nee. Und ansonsten ja vielleicht noch mal in die Zukunft. Jetzt haben wir schon fast 8 Minuten in die Zukunft geguckt. Es wird auf jeden Fall einige Attraktionen geben, einige Neuheiten, die im Jahr auf uns warten. 2024 wird auf jeden Fall, wie gesagt, schon Voltron aufmachen. Efteling hat auch eine neue Attraktion angekündigt mit Dance Macabre. Werden wir uns auch angucken. Ich habe gesehen, im Walibi Rhön Alps wird ja auch im nächsten Jahr noch eine Achterbahn aufmachen. Also je nachdem, wann ihr es guckt, auch in diesem Jahr dann. Auch sieht auch sehr spannend aus, ist ein bisschen weiter weg, aber wir werden vielleicht den einen oder anderen Park noch entdecken, den ich selber noch nicht entdeckt habe. Melanie wird auf jeden Fall auch noch ein paar neue Parks entdecken, allein zum Beispiel Efteling, weiß ich auch noch nie, ne? Walibi Holland war auch nochmal gut, da wird es ja glaube ich erst 2025 mit dem Single Rail Coaster oder Coaster und so weit sein. Ja, Safari Park, Serengeti Park vielmehr. Hat ja auch noch die neue Achterbahn, wo man sich da so um die eigene Achse drehen kann. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die sollte eigentlich diesem Jahr aufmachen. Jetzt steht der Park unter Wasser. Mhm. Da auf jeden Fall auch mal viel Kraft an alle Beteiligten. Das sieht sehr, sehr traurig und schlimm aus. Ich hoffe, dass das Wasser da halt direkt wieder schnell zurückgeht. Dass die Tiere, dass es den Tieren gut geht. Und dass der Park weitermachen kann. Weil da waren wir ja auch in diesem Jahr. Mhm. Das war auch sehr schön, ne? Ja. Ja. Auf was freust du dich im nächsten Jahr? Kirmes, Europapark. Euromir. Ja. Ja. Und ganz viel, was wir noch so erleben. Ja. Können wir jetzt auch noch gar nicht so viel sagen. Mit und ohne die Kinder und. Ja. Vieles, was halt spontan passiert. Ja. Da, wo wir Bock drauf haben. Was wir für Urlaub buchen werden. Genau. Summer Tour wird es auch geben. Ist auch schon so ein bisschen angedacht, ne? Vielleicht hier und da auch mal ein Wochenende irgendwo. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, Disney hat auch nächstes Jahr. Soll das, glaube ich, auch mal eine ganze Bums. Müssen wir mal gucken. Also steht einiges an. Wir haben vieles auf dem Schirm und vieles wird gemacht. So wie Geld da ist. Deswegen unterstützt uns und guckt die Videos, damit wir viel unterwegs sein können.
Ja, 90.000 Abonnenten sind auch jetzt geknackt worden. 91. Sind schon 91. Es geht sehr schnell und strikt auf die 100.000 Abonnenten zu und einen Play-Button, wovon ich am Anfang diesen Kanals überhaupt nie gerechnet hätte, dass das halt so Es ging passieren aber würde. auch echt hoch die letzte Ja, Zeit. und es ist Fluch und Segen zugleich, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man halt Shorts macht, dann kommen die Abonnenten sehr schnell. Hat aber auch negative Folgen, weil diese Leute, die Shorts gucken, nicht wirklich dann halt auch die Videos gucken. Und deswegen sind die Shorts vielleicht hochgerankt, aber die Vlogs haben die Aufrufe wie vor einem Jahr halt noch. Also es muss nicht immer heißen, boah, der hat so und so 4.000 Abonnenten, davon dann hat er auch eine Mega-Community und weiß ich was. Wir haben eine schöne Community, wir haben eine coole Community, aber ja, es sieht nach mehr aus, sagen wir mal so. Ist halt, aber wir beschweren uns nicht, wir nehmen alles mit, machen das halt so weiter als Hobby wie gehabt. Ich habe so Und tolle Menschen kennengelernt in diesem Jahr. ja, und dann auch in dem halben Jahr erst. Ja, ganz viele tolle Ne? Menschen. Genau, und das halt alles nur mit Freizeitparks und Kirmes. Ja. Noch was? Irgendwas, was du vergessen hast, vielleicht? Hat noch irgendjemand Geburtstag, den du nochmal grüßen musst? Für Nein, im Weihnachtsvideo? diesmal nicht. Ja. Also wir werden auf jeden Fall, oder wir verbringen halt gerade diesen Abend. Sie stehen da hinten, die dürfen halt alle gar nichts. Wir sind gleich soweit. Ja, wir verbringen gerade den Abend mit unserer Familie. Wir haben auch gerade schon schön gegessen. Wir müssen das so machen. Im Fernsehen machen die das auch so. Ach so, okay, Das ja. ist auch so. Das ist alles immer live. Ja. Wir sind gleich fertig. Dann feiern wir weiter. Wir müssen das noch kurz aufnehmen, ja. Deswegen ist er gerade so ruhig. Also eigentlich, ja, sind die Sektflaschen schon aufgemacht So, worden. setz dich da, setz dich da. Und ja, wir haben ein leckeres Buffet. War das lecker. Oi, Bulle trinken wir auch gerade. Uiuiui. Und ansonsten, ja, lassen wir den Abend noch schön ausgehen. Kommen jetzt gut ins neue Jahr. Freuen uns auf all das, was kommt im nächsten Jahr. Und ja, ich freue mich oder wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid, uns die Treue haltet und vielleicht auch mal weiterempfehlt. Und denkt dran, uns gibt es nicht nur hier auf YouTube, sondern uns gibt es auch bei Instagram, Fantamarena, uns gibt es auch bei Facebook, Fantamarena, uns gibt es auch bei WhatsApp, whatsapp.fantamarena.de, uns gibt es auch bei Thread, Fantamarena, und uns gibt es auch zu kaufen, merch.fantamarena.de. Habe ich jetzt bei WhatsApp das .de vergessen. WhatsApp.fantamarena.de. So. Die neuen T-Shirts kommen jetzt auch Ja, die sind bald raus. schon, in, also Design sind sie schon. Also ich habe ein Ja. paar mehr gemacht. Das kommt dann mal in der WhatsApp-Gruppe. Haben wir doch gesagt, da machen wir das, Müssten wir ne? dann mal Posten langsam wir da machen. mal und dann könnt ihr da mal ein bisschen Feedback geben und dann gehen die dann auch in den Verkauf. Ja. Jetzt nach Weihnachten soll ja auch irgendwann wieder neues Geld kommen. Und dann hat man auch wieder ein bisschen mehr Puffer für vielleicht sowas. Ja. Genau. So, das war's. Jetzt haben wir 13 Minuten gequatscht. Super, jetzt können wir es auch monetarisieren. Genau das wollten wir ja nur. So, damit, ja, war's das. Letztes Video für dieses Jahr. Mach's gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. Und, Das klingt echt schlimm. Auf der anderen Seite. und ja, dann geht's wieder weiter. Ja, dann So, kommt mal gut irgendwann. ins neue Jahr. Ach, übrigens, ich war ja, habe ich ja gesagt, auf Sommertour. Diese Videos sind nicht vergessen. Die kommen. Genau jetzt in dieser Zeit, wo wir weniger unterwegs sind. Das ist alles Ja, also bitte denk nicht, eingeplant. wir haben uns getrennt oder so. Nein. Das wurde alles schon geplant. Da bin ich Das ist gerade alles erst. CGI. Das ist alles. Melanie ist da halt einfach, da haben wir den Kopf rasiert, kleiner, noch kleiner gemacht und eine männliche Stimme drüber Meinst du, gelegt, die der ein ist doch bisschen nicht noch. lallt und ein bisschen betrunken ist die ganze Zeit. Aber der ist doch nicht noch kleiner als ich, Weiß ich oder? nicht, nein. Wir reden von Nein. Stefan. Ja. Ja. Nein, wir sind nicht getrennt und das war schon geplant, bevor wir gesagt haben, dass wir wieder gemeinsame Wege gehen und ja. Genau. So, das war's jetzt aber. Ich sehe so müde aus. Ich bin nicht gar nicht. Wir waren gerade essen. Ah ne, wir feiern ja gerade hier. So, also, bis die Tage. Viel Spaß mit Freunden und Familie. Bis demnächst. So, letzter Kuss für dieses Jahr. Tschö!